Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du Jungfrau zu Elisabeth getragen hast. Rufen zu dir. Maria, wir rufen zu dir. Es treiben die Völker, die sind. Ja, jetzt leben sie eh noch. Im Namen der Bevölkerung den Frieden. Herzlich willkommen in Bulgarien. Herr Maria Kondor. Ich bin Ihnen lieben Herrn Dr. Michael Wilhelm nicht mitbringen. Ja, das hätte uns gefreut, wenn er. Ist ein bisschen krank. Ja, nein, ich werde schon wieder gesund werden. Wenn er gesund ist, soll er wieder kommen. Wir werden ja schon beerdigt. So gefreut. Schon drauf. Jetzt muss er viel nicht bedeuten. Aber ist gut. Danke. Herr Erzbischof, darf ich Sie im Namen des Pfarrgemeinderates von Pulsdorf und aller anwesenden Wallfahrer hier in Neubrünn recht herzlich begrüßen. Es ehrt uns sehr, dass Sie bereits im ersten Jahr Ihrer Berufung zum Oberhirten unserer Diözese zu uns ins Weinviertel gekommen sind. Wir danken Ihnen dafür ganz besonders und bitten Sie nun mit uns an der Gnade. Ja. Thank you.
ist es in Ordnung, euer Name, der ist in dir. Beste. Hochwürdiger Herr Erzbischof, für unsere Stadtpfarre und für alle Wallfahrer, die zu unserem Bründelfest aus nah und fern gekommen sind, ist es eine große Ehre und hohe Auszeichnung, dass Sie zu uns gekommen sind, um bei uns zu sein und mit uns am ersten Tag der Woche, mit uns im Namen des Herrn und in Gemeinschaft mit unserem Gott zu feiern. Liebe Verehrer der Gottesmutter, du, lieber hochwürdiger Pfarrer, du hast sicher heute besondere Freude, so viele hier zu sehen, und auch ich darf diese Freude teilen. Nicht zum ersten Mal, sind schon viele Jahre vergangen, seit ich hier einmal predigen durfte. Und da muss ich gleich eine Gratulation anbringen. Damals war die Kirche auch die Kirche, aber sie strahlte nicht in diesem wunderschönen, ganz, ganz schönen, prächtigen, neuen Kleid wie heute. Und es war eine ein bisschen wackelige alte Holzkanzel da in der Ecke, von der ich ein bisschen auch zu den Pilgern zu sprechen hatte. Und heute sind wir versammelt und hierher geeilt, im Geist mit Maria verbunden, um das zu tun, was sie auch getan hat, den Herrn zu preisen, für sein Erbarmen. Wir feiern das Bründelfest, das erste Bründelfest. Man kann ja nicht genug tun in der Verehrung der Gottesmutter, weil wir alle wissen, dass wir durch sie von Gott immer Freude und Gnade und Kraft empfangen dürfen.